Ich glaube, eine Radiomoderatorin war es. Sie sagte letztens in einem Interview, Fernsehen sei so kompliziert, da wuseln so viele Menschen rum, ne? Regie, fürs Bild, fürs Licht, für den Schnitt, für den Ton, fürs Bühnenbild und für die Maske und. Da ist Radio und Audio doch viel entspannter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das so nachfühlen, als ich das letzte Video angeschaut habe zur Kontrolle, ne? Da hat das Display reflektiert vom Blindshell und dann war der Ton zu leise. Und ich habe mir nur gedacht, Mensch, warum gibst du dir das eigentlich immer? Eigentlich bleib doch bei dem, was du machst. Das ist Audio und Text und lass doch das Video sein. Aber es gibt doch manche Dinge, die kann man im Podcast nicht so wirklich gut darstellen. Und bei den Hilfsmitteln kommt noch erschwerend hinzu oder eigentlich erleichternd für mich, muss ich sagen, weil ich meine das absolut positiv, dass der Christian Stahlberg mit seinen Sideviews eine so wunderbare Arbeit abliefert, unterstützt vom Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, dass ich mir eigentlich gesagt habe, das Thema Blindenhilfsmittel klammer ich für mich aus, da muss ich nichts mehr machen, ich habe das ja Jahre gemacht und es ist ja gut, wenn es mal ein anderer übernimmt und dann kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Aber es gibt doch einige Sachen, die kann man in einem Podcast doch nicht so wirklich darstellen. Und daher lohnt es sich, für das Hubble One ein Video zu machen. Viel Spaß dabei! Im Vorfeld haben wir das Thema Braille-Tastaturen in der merkst.de-Community diskutiert und Christian hat ja in seinem Sideviews-Podcast alle wohl, die es gibt am Markt, also es sind einige, so fünf, sechs Stück sind das bestimmt. Und am Ende war eigentlich eindeutig, das Hubble One aus den Niederlanden, genau aus Eindhoven, ist wohl die interessanteste Tastatur. Und weil ich jetzt keine Lust hatte, alle möglichen Zeilen mir hier anzufordern, habe ich gesagt, boah, das Ding muss ja wirklich was sein, das guck dir doch einfach mal an. Und ja, hier haben wir das gute Stück in einem Karton. Dann zeige ich vielleicht mal hier, wie so ein Buch verpackt, also richtig edel. Also da haben die sich echt was einfallen lassen. Es wirkt also auch überhaupt nicht billig. Und der Preis von 269 €, der mag vielleicht im Vergleich zu einer Billigtastatur ein bisschen abschrecken, aber ist für das, was man geboten kriegt, absolut angemessen. Hier haben wir das gute Stück und hier mit einer Handschlaufe, dass ich sie nicht verliere, kann ich mir ums Handgelenk machen. Und dann haben wir hier ein USB-C-Ladekabel mit Klettbinder und da noch eine Garantiekarte. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Und da ist die Tastatur. So, und jetzt müssen wir vielleicht zunächst mal verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Diese Tastatur wird im iPhone als Bluetooth-Tastatur angeschlossen. Das heißt ganz normal wie jede andere Tastatur auch. Derer hatte ich ja viele und die waren alle immer mehr schlecht als recht. Also ich war immer mit denen nie so zufrieden. Entweder klapprig, zu groß, zu teuer. Ja, es gab von Rapudi, sind eigentlich ganz cool, aber auch irgendwie nichts für die Hosentasche. Und naja, von Microsoft gab es auch eine tolle, die war klappbar, aber die war dann nicht gerade billig. Und naja, dann kann man auch überlegen, wie geht es noch kompakter. Und das Ding kriege ich ja wirklich in die Hosentasche. Und weil es eben eine Tastatur ist, kann ich eben hiermit auch das ganze iPhone steuern, als hätte ich eine Tastatur. Und ich kann somit also nicht nur Buchstaben eingeben, sondern auch Zeichen und auch Sondertasten, die eben auf einer Tastatur vorhanden sind. Ja, und wenn man das jetzt mal mit so einer Braillezeile vergleicht, ich habe mal hier eine, also muss ich sagen, Optile kann aber auch schön, auch wenn das Gerät hier von Harpo gebaut ist. Das ist hier die EasyLink 12 Touch. Schauen wir uns die doch mal an. Hier in so einer schönen Tasche mit Umhängeband auch. Und wenn ich die hier mal öffne und wir gucken uns hier mal die Zeile an, im Vergleich ist die doch schon, ich habe sie schon mal irgendwann im YouTube-Video gezeigt, mal hier das Trageband aus dem Weg machen, ne, ist die doch vergleichsweise groß, ne? Also von der Höhe ist so das Hubble One so hoch wie die Tastatur, aber von der Breite sieht man, da ist doch noch mehr Überstand. So eine Zeile wird allerdings nicht als Tastatur, sondern in Voice-Over direkt eingebunden oder Talkback, je nachdem. Und das heißt, dass eben Voice-Over entscheidet, was ich für Tastenkombinationen drücke, was die machen und eben reduziert bin auf das, was mir eben Voice-Over zur Verfügung stellt. Das ist jetzt kein Nachteil. Also das ist schon okay, da kann man auch viel machen, aber so eine Tastatur läuft eben an allem und auch ohne Screenreader, während halt so ein Gerät eine Braillezeile eben den Screenreader braucht. Die Zeile, mit der wir uns jetzt als erstes mal beschäftigen, um auch mal zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich mit Blindenschrift, Vollschrift, Kurzschrift, das ist die hier. Das ist die Vario Ultra 20 in dem Fall von der Firma VisioBrille, gibt es auch als 40er, ist so noch ein bisschen von der Baumzeit her. Und das ist auch ein Gerät, was wie die EasyLink 12 angesteuert wird und man kann hier Texte eingeben und ja, und dann eben das iPhone auch steuern. Und wenn wir uns jetzt hier mal die Tastatur anschauen, wir haben ja 8 Punkte, Punkt 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8. Das mit 7 und 8 kommt daher. Louis Braille hat ja im Jahr 1824 die Blindenschrift entwickelt mit 6 Punkten, also 64 Zeichen.
Und durch das ganze Computerbraille hat man eben 256 Zeichen darstellen müssen, wegen dem ASCII-Zeichensatz seiner Zeit. Und man konnte auf diese Weise, dass man das auf 8 Punkte erweitert, wirklich jedes Zeichen, was auf dem Bildschirm dargestellt wird, auf einer Braillezeile darstellen. Bei 80-stelligen Braillezeilen hat man also somit die ganze Bildschirmbreite von 80 Zeichen und 25 Zeilen gehabt. Und wird heute ein bisschen obsolet bei den grafischen Benutzeroberflächen, aber von daher rührt das. Und das hat auch seine Vorteile, denn ich habe auf diese Weise eine relativ gute oder vollständige Darstellung der Zeichen, auch wenn man Text in der Regel in 6 Punkte Braille eingibt. So, und das muss man jetzt ein bisschen verstehen. Wir haben hier die Punkte 1, 2, 3 und 7 auf der linken und 4, 5, 6, 8 auf der rechten Seite. Und man würde jetzt instinktiv, so habe ich es gemacht, das Hubble One nehmen und denkt so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kann man übrigens umschalten, geht, wenn man es so machen will. Für Leute, die Blindenschrift lernen, wäre das gar nicht so schlecht, dann kann man hier tatsächlich das Gerät auch als Lernhilfe benutzen. Aber eigentlich, wenn ich denn hier die Grundstellung einnehme und drehe meine Hände so, dass die Finger nach innen zeigen, dann landet ja mein Zeigefinger hier, Mittelfinger, Ringfinger und somit komme ich dann hier auf diese Eingabe. Ist natürlich so ergonomisch sehr schwierig, er muss das schon so halten. So ist es auch im Handbuch geschrieben, also hier oben der Einschalter zeigt zur Decke, hier unten USB-C zeigt nach unten und hier gibt es auch noch 4 Gummifüße, dass ich das Gerät dann fast schon aufs iPhone als Bildschirmsperre legen kann. Und von der Größe, wenn ich mir hier das iPhone SE 2020 anschaue, kommt es auch hin, ne? Also ich kann es hier so drauflegen und dann habe ich, hab ich quasi eine Bildschirmsperre, kann so arbeiten oder kann es halt auch so halten, wenn ich will, ne? Muss natürlich aufpassen, dass mir das iPhone nicht wegrutscht. Ja, ist also extrem kompakt, aber bevor wir uns jetzt mal genauer angucken, wie das Hubble funktioniert, müssen wir uns jetzt erstmal mit der Blindenschrift befassen. Das ist nämlich gar nicht so unkompliziert. Hubble One schreibt sich übrigens H-A-B-L-E, neues Wort O-N-E wie Englisch 1. Und ich sagte es, 269 Euro kostet es. Zu beziehen ist es unter anderem beim Deutschen Hilfsmittelvertrieb in Hannover. Abzüglich DBSV-Rabatt, ich glaube 5% oder sowas, wenn man so eine Karte hat, dann ist es natürlich nicht eben günstig, aber es ist auf jeden Fall günstiger als das Revo 2 Keyboard. Das hatte ich schon mal in einem Podcast vorgestellt. Das Revo 2 ist ja so eine Tastatur, auch relativ klein, 18 Tasten hat man und da gibt man den Text ja über so eine 10er-Tastatur ein, also so T9-mäßig, nur ohne Wörterbuch. Also das heißt, ich drücke für das H zweimal die 4, für das A einmal die 1 und dann dreimal die 5 und da muss man ja auch immer warten, also so wie wir es auch beim Blindshell letztes Mal gesehen haben. Aber ich muss sagen, ich empfand das Texteingeben auf diese Art und Weise nicht mehr so zeitgemäß und mich hat das eigentlich angestrengt und deswegen kann ich euch das Revo 2 auch nicht zeigen, weil ich habe es dann wieder abgegeben. Und im Vergleich dazu, so als nicht unbedingt Hardcore-Braille-Nutzer, obwohl ich Braille ja immer wieder sage, ist sehr wichtig, dass man es kann und sollte man auf jeden Fall erhalten, habe ich mich mit dem Hubble One wesentlich besser gefühlt. Und jetzt kommen wir nämlich da, wo es ein bisschen ins Eingemachte geht. Wir schauen uns jetzt mal anhand der Vario Ultra 20 an, wie das eigentlich so funktioniert mit der Voll- und Kurzschrift und der Texteingabe. Und ich sage euch gleich, das wird ein bisschen kompliziert, aber am Ende werdet ihr dann verstehen, wie das Hubble One funktioniert und warum es so funktioniert. Ich habe jetzt VoiceOver mal umgestellt, dass wirklich 8 Punkt unverkürztes Braille, also Computerbraille, ein- und ausgegeben wird, sodass man das jetzt besser verstehen kann. Bei Computerbraille habe ich gesagt, jedes Zeichen ist ein Bildschirmzeichen. Das heißt, wenn ich Kurzschrift eingebe, würden die Zeichen auf dem Bildschirm kryptisch aussehen. Kann natürlich in WhatsApp niemand was mit anfangen, aber ich könnte den Text so, wie er ist, auf dem Braille-Drucker ausgeben. Und für den Blinden wäre es egal, weil er die Zeichen so auf der Braillezeile liest, wie ich sie eingebe. Also wenn ich hier alle 8 Punkte eingebe, dann sieht man, werden alle 8 Punkte auch gedrückt. Das ist jetzt irgend so ein Sonderzeichen, großes Y mit Träma, was auch immer das ist. So, und das heißt, wenn ich jetzt hier verkürztes Braille eingeben würde, ne? Also zum Beispiel ein schönes Wort, was ich mir jetzt überlegt habe, Heimarbeit, weil das so schön verkürzt ist, ja, also das würde dann so aussehen, Heimarbeit, da erkennt er jetzt, und ich kann es auf der Braillezeile witzigerweise richtig lesen, H3M, Klammer zu B, ja, Klammer zu B, Arbeit ist die Kürzung, ist eine zweiförmige Wortkürzung und die 3 steht da, weil die 3 für das EI-Zeichen steht, ja. Also das EI-Zeichen ist die Punkte 1, 4 und 6 und das ist in Computerbraille eben die 3. Und aus dem Grund ergibt es sich, dass die Darstellung der Zeichen anders funktioniert in dem Fall und ich sozusagen mit dem Punkt 7 dann die Großbuchstaben machen kann. Also zum Beispiel A, B, C und groß ist das A, B, C. So, ich hoffe, man kann das hier jetzt sehen auf dem Bildschirm.
Und das ist natürlich zum Eingeben irgendwie doof, aber man hat zumindest so die Möglichkeit, manche machen das auch so, wenn man jetzt die Ausgabe in Computer Braille hat, kann man eben so auch den Text eingeben, braucht aber viel mehr Platz. Also nur mal als Beispiel. Mein damaliger Duden von der Deutschen Zentralbücherei zu Leipzig, das waren 25 dicke, großformatige Bände, das waren ganze Schrankwand voll, also 4 Meter Breite hat der gehabt. Und das schon in blinden Kurzschrift. Wenn man sich jetzt überlegt, dass Kurzschrift 2/3 etwa Verkürzungsfaktor hat, dann wäre das Ganze wahrscheinlich nochmal das, ach, weiß ich nicht, doppelt so lang oder sowas, keine Ahnung. Man hat ja auch andere Umbrüche, also von daher lässt sich das auch schwer vergleichen. So, der Vorteil ist jetzt eben hier, wenn ich eben Computerball nutze, kann ich schreiben, wie ich will. Ich kann ja auch Vollschrift schreiben, also. So, jetzt steht hier Heimarbeit, aber natürlich in Vollschrift. Aber ich müsste immer so schreiben. Also ich könnte nicht jetzt irgendwie abkürzen, ich müsste immer so schreiben, damit das dann eben auch lesbar ist für die sehenden Menschen. Und dann nützt es ja nichts, wenn ich hier mit meiner Kurzschrift komme und die nicht rückübersetzt wird. So, was macht nun die Rückübersetzung? Ich gebe auf der Braillezeile Kurzschrift ein. Das iPhone übernimmt das, also im Vergleich, also im Gegensatz zu dieser Tastatur, aber als Punkte. Also das heißt, iPhone weiß, welche Punkte ich drücke und weiß, welches Zeichen in welcher Schriftart zugeordnet wird oder welchen Zeichensatz und übersetzt das dann eben in Vollschrift oder Normalschrift, sage ich jetzt einfach mal, dass eben dieses Kryptische hier auch als normales Wort zu lesen ist. Aber auf der Braillezeile soll das ja wieder verkürzt dargestellt werden, also wird das Ganze wieder verkürzt zurückgeliefert. Und das ist sozusagen ein bidirektionales Hin und Her und ich kann sowohl für Ein- als auch Ausgabe separat festlegen, ob ich die Kurzschrift haben will. Und ich werde jetzt in den Voice-Over-Einstellungen das mal wieder umsetzen und stelle das mal wieder in Kurzschrift um. Das habe ich jetzt hier auch, Ausgabe 8 Punkt. Ich kann jetzt auch 6 Punkt nicht verkürzt machen. Brei Kurzschrift nehme ich. Gehe jetzt zurück, jetzt muss ich das im Querformat machen. Ich nehme es mal in die Hand, dann geht es schneller. Gehe dann hier zurück und muss für die Ausgabe das auch noch einstellen. Jetzt habe ich natürlich die Vergrößerung, das ist hier ein bisschen doof. Hier 8 Punkt sage ich eben. Genau, sage ich eben Brei Kurzschrift und kann zurück in mein Notizenprogrammchen gehen. So, und in dem Moment habe ich jetzt hier bei der Vario Ultra den Vorteil und kann den Punkt 7 als Rücktaste nehmen. Muss ich mal gerade gucken. Ja, genau, hier. Da habe ich mal was gespielt, da kann ich auch die Datei nehmen, ist ja egal. Also ich muss sagen, ich finde diese Notizfunktion hier ziemlich umständlich, weil so viel angezeigt wird, was ich gar nicht will. So, dann lösche ich das jetzt hier mal und mache das weg. So, und jetzt bleiben wir beim Wort Heimarbeit. Also das gebe ich jetzt in Kurzschrift ein. Heimarbeit. Und schon sehen wir, da steht jetzt Heimarbeit. Und das ist eben das Interessante, dass eben die Kurzschrift durch diese verkürzten Zeichen, da gibt es eben eine, ja, quasi Nomenklatur. Man lernt das, es gibt auch einen Vollschriftgrad, der nennt sich Kurzschriftgrad 1. Das ist sozusagen, wenn man sukzessive in der Schule immer mehr Kürzungszeichen lernt, dann ja, wird das ein bisschen mehr, eine einförmige, zweiförmige Wortkürzung. Und dann gibt es eben eine Vollschrift, die sozusagen einige Grundkürzungen enthält. Und das kollidiert so ein bisschen. Ich will da mal ein Beispiel zeigen. Das Wort Himmel, ne? Also da wird das X für Doppel-M und das Y für die Kürzung EL benutzt. Also wenn ich jetzt hier eingebe H, ja, ich könnte es jetzt in Vollschrift schreiben, Himmel, dann würde er das kürzen. HIXY wird es hier angezeigt, aber auf dem Bildschirm sieht man, es ist richtig. Wenn ich jetzt aber auf dem Hubble One, und jetzt lernen wir auch schon den Unterschied, nämlich eingeben würde HIXY, würde hier Hixi stehen. In Kurzschrift könnte ich das auch eingeben. Man sieht es vielleicht hier schon. Und zwar, indem ich vor den Buchstaben sind eigentlich Q, X und Y im Wesentlichen, Q für Doppel-L. Aber wenn ich jetzt HI.6 als Ankündigung, es kommt jetzt doch ein normales X. Und nochmal mit Y könnte ich auch Hixi in Kurzschrift schreiben. Aber macht ja keinen Sinn. Von daher ist das gut, dass die sozusagen Doppelbuchstabenkürzungen so eingebaut sind. So, wie gesagt, das ist jetzt also der Unterschied. Die Braillezeile läuft sozusagen als tatsächliches Braillegerät in VoiceOver. Ich lasse jetzt einfach mal mitlaufen.
während hier die Able One als tatsächliche Tastatur funktioniert. Ich habe hier jetzt links als Punkt 7 die Rücktaste, Punkt 8 die Leertaste und kann jetzt hier eben meinen Text eingeben. Also ich will das mal mit der Kurzschrift und Vollschrift nochmal so verdeutlichen. Es gibt die sogenannten einförmigen Wortkürzungen. Wenn ich jetzt ein A alleine schreibe, wird es aber bei sich das. Das ist zum Beispiel ein Zeichen, das kommt in dem Grad 1 vor, also in dieser Anfangskurzschrift und so weiter und so fort. Dem auch mit anderen Zeichen, die jetzt keine Buchstaben sind. Ne? Die Zahlen im Computerbraille habe ich jetzt nicht gezeigt, würde man zum Beispiel A mit Punkt 6 schreiben. Dabei muss man wissen, dass es eben von A bis J, das sind 10 Zeichen. K ist dann sozusagen das A mit Punkt 3, U das A mit Punkt 3 und 6 und das W fehlt im Französischen, deswegen hat Louis Braille das nicht gemacht. Das ist dann J mit Punkt 6, also ganz am Ende, wenn man so will. Und dadurch definieren sich auch die Sonderzeichen, ja, also durch die Buchstaben, durch tiefgestellte Zeichen, also das Komma zum Beispiel ist der Punkt 2, das Punkt der Punkt 3 und so weiter. Und auch hier haben wir, sehen wir, Punkt ist des, ja, also es ist auch wieder eine Kürzung, wenn es alleine steht. Und ja, das kann ich eben mit dem Able One nicht machen, was einfach daran liegt, dass im Gegensatz zur Braillezeile, wo VoiceOver diese Arbeit übernimmt, das Able One die Arbeit übernehmen würde oder müsste, weil es eben wie eine reine Tastatur läuft. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel A schreibe, wird es ein A, B, C, D, also es funktioniert nicht, während ich dann, ja, ein geht jetzt auch nicht, aber zum Beispiel ST-Zeichen. AU-Zeichen. Das AU ist äquivalent zum ASCII 1, also bei der normalen Computerbraille würde man jetzt Punkt 1, 6 von der 1 schreiben, weil es da eben die A bis J mit Punkt 6 von den Ziffern 1 bis 0 ist. Hier müsste ich ein Zahlenzeichen schreiben, dann vibriert hier das Able auch zweimal und schreibt dann eben meinetwegen 2 B, J, J, B und dann hätten wir das Jahr 2002 geschrieben oder die Zahl. Und das ist dann äquivalent zwischen Voll- und Kurzschrift, dass eben so die Zahlen mit dem vorangestellten Zahlenzeichen geschrieben werden. Ne? Das ist auch wieder ein eigenes Zeichen normalerweise, deswegen sieht man jetzt auch, wo es kollidiert. Wenn ich hier das Zahlenzeichen schreiben würde, ohne eine Zahl, vertippt, Entschuldigung, so macht dann ich draus. Ne? Und da sehen wir auch den Unterschied, ich in der, wobei er das hier auch falsch kürzt eigentlich. Hier macht er I und das CH-Zeichen. Das würde ich jetzt hier auf der Able One so schreiben. I, Punkte 1, 4, 5, 6. Ja, da macht er eben das CH. Es gibt auch ein SCH-Zeichen. Ne, das würde wieder alleine gestellt schon heißen. Wenn ich es jetzt hier eingebe, macht er schon draußen. Und da sieht man eigentlich den Unterschied. Und das ist das, was es so ein bisschen schwierig macht. Man muss wissen, welche Eingabeform ich habe. Und beim Able One derzeit wird auch gefragt, wie man es will oder was sinnvoll ist. Ich finde diese Halb-Kurzschrift in Anführungsstrichen, also Grad 1, finde ich persönlich ausreichend, wenn man es weiß. Aber natürlich, wenn man Kurzschrift schreiben kann, wäre das halt deutlich schneller. So, aber das mal zur Texteingabe. Ich hoffe, das war jetzt soweit verständlich, wenn auch in Kurzform. Also ich kann hier zumindest Vollschrift eingeben. Computerbraille wird auch noch angeboten, dass ich dann wirklich das Zeichen so eingebe, wie ich es hier vorhin auch gemacht habe. Aber ich kann noch mehr machen und das ist eigentlich das Interessante. Ich kann das iPhone steuern, weil auch hier gilt, dass ich eben die Tastaturbefehle auf dem Able One so übergeben kann, wie sie auf der Tastatur sind. Dazu halte ich die Buchstaben lang gedrückt, beispielsweise das H für den Homescreen, das S für den Status-Screen oder die Punkte 2 und 5, dann kann ich es sogar sperren. Und wenn ich es dann entsperren will, ja, dann müsste ich jetzt, ja, jetzt kann ich den Code eingeben. Zack, und habe es dann entsperrt. Und ich kann auch navigieren. Und da ist es jetzt interessant, da muss ich das jetzt mal ohne iPhone zeigen, sonst versteht man das nicht. Es gibt hier so ein paar Befehle, die daraus resultieren, dass ich einen Knopf drücke und einen anderen dazu. Ich mache einfach jetzt mal das iPhone laut, das kann ich hier nämlich auch machen. Vielleicht hört man es dann ein bisschen. Ich habe die Sprache allerdings ein bisschen schnell eingestellt. Also wenn ich jetzt vorwärts navigieren will, drücke ich den Punkt 7, halte den gedrückt und drücke Punkt 8. Kalender. Kalender. 9. Februar. Fotos. Kamera. Mail. Fotos, Kamera, Mail und so weiter. Und genauso mache ich das zurück, halte also Punkt 8 gedrückt und drücke dann den Punkt 7. Kamera. Fotos. Und gehe zurück. Und genauso kann ich auch andere Aktionen machen. Der Rotor zum Beispiel für VoiceOver sehr wichtig. Das ist, wenn ich mit zwei Fingern so eine Drehbewegung mache. Halte ich Punkt 7, drücke die Punkte 5 und 6. Zeichen. Kann den Rotor vorwärts drücken oder drücke erst Punkte 5, 6 und dann Punkt 7. Aktionen.
und gehe zurück. Und genauso mache ich das mit Punkt 6, wenn ich die Rotoreinstellung ändern will. Es gibt Navigationsgesten, auch für die Textbearbeitung. Es ist sehr, sehr viel hier drin. Hier sehen wir es jetzt nochmal ohne Vergrößerung, also Punkt 7 und 8. Ach nee, ich muss jetzt mal auf Home gehen. Und dann kann ich hier mich durchsuchen. Ich kann eben lauter machen, da drücke ich hier dieses EU-Zeichen. Dann wird es leiser. Oder eben diese Tasten mit Punkt 3, 4, 5, dann wird es lauter. Kann das gedrückt halten. Ich kann die Wiedergabe starten, da halte ich das P gedrückt. Kann die Wiedergabe stoppen. Was noch fehlt, ist Titelsprung. Und es gibt auch noch andere Tasten. Da finde ich es ein bisschen kompliziert, sowas wie ein O mit Punkt 8 gedrückt oder ein Ö mit Punkt 7. Ich kann irgendwie auch seitenweise blättern. Ich weiß jetzt gar nicht, mit dem 4, 5, 6 kann ich dann ans Ende von so einem Fenster springen mit Punkte 1, 2, 3 ans Anfang. Und immer wieder gilt, kurz gedrückt ist Schreiben, lang gedrückt sind eben die Befehle. Mit Punkt 3 zum Beispiel schalte ich um. Man hört es ein bisschen. Warte mal, ich muss mal lauter. Nee, so muss ich es lauter machen. Ja, das ist eben, da bin ich noch nicht so firm drin, was das angeht. Man hört es, jetzt könnte ich Text eingeben. Jetzt Texte, also steuern. Also ich kann natürlich so auch Buchstaben eingeben. Das irritiert. Ich habe erst gedacht, naja, dann musste ja das H nur kurz drücken. Das funktionierte nicht. Aber es ist manchmal so, dass das iPhone nicht wirklich weiß, wann ist Texteingabe und wann nicht. Und dann muss man eben umschalten. Ich kann das hier mal in der Notizen-App vielleicht nochmal zeigen. Und ich kann ja auch den Touchscreen immer mit benutzen. Mach's mal leiser. So, hier habe ich die Notiz. Und wenn ich hier mich eigentlich in das Textfeld tippe, dann kann ich eben hier mit jetzt die Eingabe aktivieren. Und das hat auch was mit dem Navigationsmodus zu tun, weil wenn die Eingabe aktiviert ist, funktionieren die Cursorsteuerungen anders. Aber irgendwie, ja, das sind Sachen. Aber das ist, was Christian eigentlich sehr gut gezeigt hat, wie es wirklich funktioniert, auch mit den verschiedenen Tasten, also zum Beispiel Punkte 7, 8 gedrückt ist Enter, ne, hatte ich schon gesagt, H ist Startseite, S ist Statusleiste, genau so heißt es und so weiter und so fort. Also man muss das natürlich lernen. Was aber schön ist im Vergleich zu so einer Braillezeile, da gibt es bei iOS 15 eben Probleme, das will ich am Schluss noch zeigen. Ich schalte das Ding ein, wipp, vibriert, ist da. Und ich kann sofort loslegen, ohne dass ich jetzt irgendwie da noch auf VoiceOver angewiesen bin, selbst wenn ich VoiceOver ausmache. Gut, okay, dann geht natürlich die Navigation nicht, weil das ja auch wieder, so ist das VoiceOver ja auch andere Tastaturbefehle akzeptiert, als es das iPhone so tun würde. Also von daher gibt es da schon auch eine Synergie, aber es ist eben nicht so, dass es als Braillezeile läuft. Ne? Und wenn ich das jetzt mal nochmal mit der Vario Ultra mache, die ist sie gekoppelt oder nicht? Muss mal gucken. Ja doch, er hat sie gekoppelt. Das ist nämlich manchmal so ein Theater, dann koppelt er sie nicht richtig. Und da habe ich hier zumindest die Sicherheit, das geht sofort. Und wie gesagt, zu einem Bruchteil des Preises. Und ich finde es ganz angenehm. Ich hatte das letztens auch. Da war ich in irgendeinem so einem blöden Eingabefeld, sollte irgendwie ein Passwort oder E-Mail-Adresse eingeben. Und Passwörter in Vollschrift gibt man sowieso lieber ein als in Kurzschrift. Und da habe ich mir schnell die Tastatur geholt und war natürlich ganz, ganz super schnell am Ziel, als wenn ich mich da jetzt mit der Tastatur und hin und her schalten auf Symbole und Sonderzeichen und so weiter, kann ich ja alles hier so eingeben. Ja, das war's. Mal kurz vorgestellt, wie gesagt, den Zeitvirus-Podcast verlinke ich und da habt ihr dann nochmal eine ganz ausführliche Vorstellung. Aber ich hoffe, ich konnte euch mal so ein bisschen mitgeben, wie das eigentlich ist mit den verschiedenen Zeichensätzen mit Braille 8.6. und warum das eigentlich nicht so eben einfach ist. Und ja, lernen muss man's und können auch. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.